Learn German HD Audio presents German for Beginners, a new German audio lesson series on YouTube, Spotify, Deezer, YouTube Music, and other streaming services. Check the links in the description below. Subscribe to the Learn German HD Audio YouTube channel and get new German video lessons every week. Learn Languages HD Audio Presents Deutsch für Anfänger German for beginners Lektion 1 Lesson 1 Guide for Listeners. In this audio lesson, you will learn basic German vocabulary and sentences. At first, you will hear German words and expressions with the English translation afterwards. Then, you will hear a dialogue to have a context for the vocabulary. Vocabulary section. In the vocabulary section, you will hear a new German word first. Then there will be time for you to repeat the German word out loud. After that, you will hear the English translation. Here is an example Tag. Day. Der Tag. Day. Der Tag. When you have learned a new word, you will hear an example sentence after you hear. Beispiel. Example. Beispiel. So let's begin. Vocabulary. Listen and repeat. Ich. I. Ich. I. Ich. ich. Beispiel: Ich bin Paul Müller. I am Paul Müller. Ich bin Paul Müller. Morgen. Morning. Der Morgen. Morning. Der Morgen. Beispiel Guten Morgen Good morning Guten Morgen Du You Du You Du Beispiel wie heißt du? What's your name? Wie heißt du? Name. Name. Der Name. Name. Der Name. Beispiel Mein Name ist Paul Müller. My name is Paul Müller. Mein Name ist Paul Müller. Es It Es It Es Beispiel Wie geht es dir? How are you? Wie geht es dir? Sein To be Sein To be Sein, Sein. Ich bin du bist er sie es ist Entschuldigung Excuse me Entschuldigung Excuse me Entschuldigung You can also use the polite form. Entschuldigen Sie bitte? Excuse me. Entschuldigen Sie bitte? heißen To be called. heißen To be called. heißen Ich heiße Du heißt Er sie es heißt Wie bitte I beg your pardon Would you repeat that Wie bitte I beg your pardon? Would you repeat that? Wie bitte? Beispiel Entschuldigung, wie bitte? Excuse me, would you repeat that? Entschuldigung, wie bitte? Test yourself. Listen to the German words and say the English translation afterwards. Ich. Du. Es Morgen. Name. Sein. Heißen. Entschuldigung. Wie bitte? Now listen to the English words and say the German translation afterwards. I. You. It. Morning. Name to be to be called. Excuse me, I beg your pardon. Dialogue at first, you will hear a dialogue in German, after that, you will hear the same dialogue. With an English translation after each sentence. At the end, you will hear the dialogue in German again. Dialog 1 Dialog 1 Guten Morgen, mein Name ist Paul Müller. Und wie heißt du? Ich heiße Jack Williams. Entschuldigung, wie bitte? Jack Williams. Dialog 1. Guten Morgen. Mein Name is Paul Müller. Und wie heißt du? Good morning. My name is Paul Miller. And what is your name? Ich heiße Jack Williams. My name is Jack Williams. Entschuldigung. Wie bitte? Excuse me, would you repeat that? Jack Williams. Jack Williams. Dialog 1 Guten Morgen. Mein Name ist Paul Müller. Und wie heißt du? Ich heiße Jack Williams. Entschuldigung, wie bitte? Jack Williams. Vocabulary. Listen and repeat. Deutschland Germany Deutschland Germany Deutschland Beispiel Ich komme aus Deutschland I come from Germany Ich komme aus Deutschland Tag Day. Der Tag. Day. Der Tag. Beispiel Guten Tag. Good day. Guten Tag. Good day is used as a greeting in most cases. Woher From where? Woher? From where? Woher? Beispiel. Woher kommst du? Where are you from? Woher kommst du? kommen to come kommen to come kommen ich komme du kommst er sie es kommt test yourself listen to the german words and say the english translation afterwards deutschland tag kommen woher guten tag Woher kommst du? Now, listen to the English words and say the German translation afterwards. Germany Morning Day From where? To come. Where are you from? Dialog 2. Dialog 2. Guten Tag, Jack. Woher kommst du? Ich komme aus England. Und du, Paul? Ich komme aus Deutschland. Dialog 2 Guten Tag, Jack. Woher kommst du? Hello, Jack. Where are you from? Ich komme aus England. Und du, Paul? I come from Britain. And you, Paul? Ich komme aus Deutschland. I come from Germany. Dialog 2. Guten Tag, Jack. Woher kommst du? Ich komme aus England. Und du, Paul? Ich komme aus Deutschland. Vocabulary. Listen and repeat. Abend Evening Der Abend Evening Der Abend Beispiel Guten Abend Good evening Guten Abend Wie How Wie How Wie Beispiel Wie geht es dir How are you Wie geht es dir Gut. Good, fine. Gut. Good. Good, fine. Gut. Beispiel? Mir geht es gut. I am fine. Mir geht es gut. Danke. Thanks. Danke. Thanks. Danke. You can also use. Dankeschön. Thank you. Dankeschön. Auch Also to Auch Also too Auch Beispiel Mir geht es auch gut. I am also fine. Mir geht es auch gut. Test yourself. Listen to the German words and say the English translation afterwards. Abend. Wie. Gut. Danke. Auch. Guten Abend. Now, listen to the English words and say the German translation afterwards. Evening. How? Good, fine. Thanks. Also, too. Good evening. Dialog 3. Dialog 3. Guten Abend. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Danke. Dialog 3. Guten Abend. Wie geht es dir? Good evening. How are you? Mir geht es gut. Danke. Und dir? I am fine, thanks. And you? Mir geht es auch gut. Danke. I am also fine, thank you. Dialog 3 Guten Abend. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Danke. Vocabulary. Listen and repeat. Sprachen. Languages. Die Sprachen. Languages. Die Sprachen. Beispiel. Welche Sprachen sprichst du? Which languages do you speak? Welche Sprachen sprichst du? Sprechen. To speak sprechen to speak sprechen ich spreche du sprichst er sie es spricht welche? _which_. welche? _which_. welche? _beispiel_: welche sprachen sprichst du? _which languages do you speak? Welche Sprachen sprichst du? Ein bisschen. A bit. Ein bisschen. A bit. Ein bisschen. Beispiel: Ich spreche ein bisschen Englisch. I speak a bit of English. Ich spreche ein bisschen Englisch. Deutsch. German. Deutsch. German. Deutsch. Beispiel Ich spreche ein bisschen Deutsch. I speak a bit of German. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Test yourself. Listen to the German words and say the English translation afterwards. Sprachen. Sprechen. Welche? Ein bisschen Deutsch. Now listen to the English words and say the German translation afterwards. Languages to speak. Which? A bit German Dialog 4 Dialog 4 Hallo, welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Englisch, Spanisch und ein bisschen Deutsch. Und du? Ich spreche Deutsch und ein bisschen Englisch. Dialog 4 Hallo, welche Sprachen sprichst du? Hallo, which languages do you speak? Ich spreche Englisch, Spanisch und ein bisschen Deutsch. Und du? I speak English, Spanish and a bit of German. And you? Ich spreche Deutsch und ein bisschen Englisch. I speak German and a bit of English. Dialog 4 Hallo, welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Englisch, Spanisch und ein bisschen Deutsch. Und du? Ich spreche Deutsch und ein bisschen Englisch. Additional vocabulary. Listen and repeat. Bitte. Please. Bitte. Please. Bitte. Danke. Thanks. Danke. Thanks. Danke. Was sind deine Hobbys? What are your hobbies? Was sind deine Hobbys? What are your hobbies? Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind? My hobbies are Meine hobbies sind. My hobbies are. Meine hobbies sind. Fahrradfahren To ride a bicycle. Fahrradfahren To ride a bicycle. Fahrrad fahren Musik hören To listen to music Musik hören To listen to music Musik hören Dialog 5 Dialog 5 Guten Morgen, mein Name ist Paul Müller und wie heißt du? Ich heiße Jack Williams Entschuldigung, wie bitte? Jack Williams Guten Tag Jack, woher kommst du? Ich komme aus England und du Paul? Ich komme aus Deutschland wie geht es dir? Mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut, dankeschön. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Englisch, Spanisch und ein bisschen Deutsch. Und du? Ich spreche Deutsch und ein bisschen Englisch. Dialog 5. Guten Morgen. My Name is Paul Müller. Und wie heißt du? Good morning. My name is Paul Miller. And what is your name? Ich heiße Jack Williams. My name is Jack Williams. Entschuldigung, wie bitte? Excuse me, would you repeat that? Jack Williams. Jack Williams. Guten Tag, Jack. Woher kommst du? Hello Jack. Where are you from? Ich komme aus England. Und du Paul? I come from Britain. And you, Paul? Ich komme aus Deutschland. I come from Germany. Wie geht es dir? How are you? Mir geht es gut. Danke. Und dir? I am fine, thanks. And you? Mir geht es auch gut. Dankeschön. I am also fine. Thank you. Welche Sprachen sprichst du? Which languages do you speak? Ich spreche Englisch, Spanisch und ein bisschen Deutsch. Und du? I speak English, Spanish and a bit of German. And you? Ich spreche Deutsch und ein bisschen Englisch. I speak German and a bit of English. Dialog 5 Guten Morgen, mein Name ist Paul Müller und wie heißt du? Ich heiße Jack Williams Entschuldigung, wie bitte? Jack Williams Guten Tag Jack, woher kommst du? Ich komme aus England und du Paul? Ich komme aus Deutschland Wie geht es dir? Mir geht es gut. Danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Danke schön. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Englisch, Spanisch und ein bisschen Deutsch. Und du? Ich spreche Deutsch und ein bisschen Englisch. Important verbs. In the following section You will hear important verbs with all forms in the present tense. Here is an example. Wichtige Verben. Important verbs. Sein. To be. Sein. Ich bin. I am. Du bist. You are. Er sie es ist. He, she, it is. Wir sind. We are. Ihr seid. You are. Sie sind. They are. Sein. Be. sein, wichtige Verben, haben, to have, haben, ich habe, du hast, er/sie/es hat, wir haben Ihr habt. Sie haben. Haben. To have. Wichtige Verben. Machen. To make, to do. Machen. Ich mache. Du machst. Er sie es macht. Wir machen. Ihr macht. Sie machen. Machen. To make, to do. Wichtige Verben Werden. To become. Werden. Ich werde. Du wirst. Er sie es wird. Wir werden. Ihr werdet. Sie werden. Werden. To become. Guten Morgen. Mein Name is Paul Müller. Und wie heißt du? Good morning. My name is Paul Miller. And what is your name? Ich heiße Jack Williams. My name is Jack Williams. Entschuldigung, wie bitte? Excuse me, would you repeat that? Jack Williams. Jack Williams. Guten Tag, Jack. Woher kommst du? Hello Jack. Where are you from? Ich komme aus England. Und du, Paul? I come from Britain. And you, Paul? Ich komme aus Deutschland. I come from Germany. Wie geht es dir? How are you? Mir geht es gut. Danke. Und dir? I am fine, thanks. And you? Mir geht es auch gut. Danke schön. I am also fine. Thank you. Welche Sprachen sprichst du? Which languages do you speak? Ich spreche Englisch, Spanisch und ein bisschen Deutsch. Und du? I speak English, Spanish and a bit of German. And you? Ich spreche Deutsch und ein bisschen Englisch. Ich spreche German und ein bisschen Englisch. Guten Morgen, mein Name ist Paul Müller. Und wie heißt du? Ich heiße Jack Williams. Entschuldigung, wie bitte? Jack Williams. Guten Tag, Jack. Woher kommst du? Ich komme aus England. Und du, Paul? Ich komme aus Deutschland. Wie geht es dir? Mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut, danke schön. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Englisch, Spanisch und ein bisschen Deutsch. Und du? Ich spreche Deutsch und ein bisschen Englisch. This Audio Lesson was brought to you by Learn Languages HD Audio. With this language program, you can learn languages from anywhere in the world for free. You can access free audio lessons on Spotify, Deezer, YouTube Music, and other streaming services, and free video lessons on YouTube. Learn Languages HD Audio Presents. Learn German in your sleep. Different scientific studies have shown that you can learn languages when you are sleeping. When you are asleep, your brain is actually quite active and thus can receive and respond to information. We can refer to this as passive intake, in which content is flowing through your mind. This will help reinforce what you have already learned while awake. Studies have shown that hearing previously learned words of another language during sleep can help to reinforce them in memory. Some research has even indicated that we can learn new information in our sleep. Remember that sleep studying can't replace wakeful studying, but you can use this class to deepen your knowledge.